Die 102. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit eröffnen zu dürfen in Form einer Anhörung. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertreter der Bundesregierung. Ich freue mich, dass Sie an unserer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit heute in einer Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting teilnehmen. Vorab möchte ich die Sachverständigen bitten, sich mit ihrem Namen in WebEx anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Die im Saal anwesenden Abgeordneten bitte ich, sich mit einem Endgerät in die Sitzung einzuwählen und dieses Gerät ebenfalls stumm zu schalten. Ihre Fragen stellen Sie über die Tischmikrofone. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. Wir beschäftigen uns in der heutigen öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen CSU, CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser, sowie den dazugehörigen Änderungsanträgen. Dazu kommen zwei Anträge der AfD, Abschaffung des Diagin-Systems im Krankenhaus und Einführung des prospektiv regionalen Pauschalensystems, PRG-System und Krankenhäuser in der Fläche erhalten, wirtschaftliche Basis sichern, Bundesländer angemessen beteiligen. Der Gesetzentwurf sowie die Anträge der AfD-Fraktion beschäftigen sich mit der Behandlungsqualität, mit der Modernisierung und Digitalisierung sowie der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser. Die Koalitionsfraktionen stellen in ihrem Gesetzentwurf fest, dass in der Corona-Krise deutlich geworden sei, wie wichtig eine qualitativ hochwertige und moderne Gesundheitsversorgung sei. Deshalb sei es entscheidend, vorrangig in fortschrittliche Strukturen und die digitale Ausstattung der Krankenhäuser zu investieren. Die Investitionsfinanzierung sei zwar Aufgabe der Länder, diese seien aber der Aufgabe aus den unterschiedlichsten Gründen in den letzten Jahren nur schwer nachgekommen. Deshalb sollen aus dem Bundeshaushalt 3 Milliarden € für eine modernere Ausstattung der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und mit einem Krankenhauszukunftsfonds notwendige Investitionen in beispielsweise fortschrittliche Notfallkapazitäten oder eine bessere digitale Infrastruktur gefördert werden. Die AfD-Fraktion verlangt in einem ihrer Anträge, dass die Bereitstellung von Bundesmitteln zur Investitionsfinanzierung nach dem Krankenhauszukunftsgesetz nur dann bewilligt werden sollen, wenn das jeweilige Bundesland die Kosten mit 30% aus den eigenen Haushaltsmitteln aufstockt. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Länder ihrer Verantwortung nicht entziehen. Die Ursache allen Übels in den Krankenhäusern sei das Diagin-System, weil es sich nach AfD-Ansicht dramatisch auf die Behandlungsqualität und die Personallage in den Krankenhäusern auswirkt. Konsequenterweise will sie es deshalb abschaffen und ein sogenanntes prospektiv regionales Pauschalensystem einführen. Soweit ein kurzer Überblick, was wir heute diskutieren. Bevor wir anfangen, will ich den Ablauf der Anhörung erklären. Die Anhörung dauert insgesamt 90 Minuten. Diese 90 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Auf die CDU/CSU entfallen 32 Minuten, auf die SPD 19 Minuten, auf die AfD 11 Minuten, auf die FDP 10 Minuten, die Linke und Bündnis 90 die Grünen haben jeweils 9 Minuten Redezeit. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können wir möglichst viele Fragen stellen und beantworten. Die aufgerufenen Sachverständigen sollen vor der Beantwortung der Frage daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera einzuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Sobald
Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie für uns auf dem Videowürfel im Saal zu sehen und zu hören. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihr Mobiltelefon auszuschalten. Das Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung zeitversetzt im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Das Wortprotokoll der Anhörung wird in den nächsten Tagen auf der Homepage des Ausschusses veröffentlicht. An dieser Stelle möchte ich jenen Sachverständigen danken, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Dann können wir beginnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir beginnen mit der Fraktion der CDU/CSU. Und die erste Frage stellt Karin Mack. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag, meine Damen und Herren Sachverständige. Meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Schreieck. Das Krankenhauszukunftsgesetz sieht ja nun weitere Maßnahmen vor, um die Corona-bedingten Erlösausfälle und die Corona-bedingten Mehrkosten auszugleichen. Damit entfällt zum Beispiel auch die tagesbezogene Ausgleichspauschale, zuletzt eben zwischen 360 und 760 Euro. Und die Frage ist, wie bewerten Sie die nun vorgesehene Ausgleichsregelung? Herr Professor Dr. Schreieck, Sie haben das Wort. Herr Professor Schreieck, wir können Sie nicht sehen und nicht verstehen. Es gibt ein technisches Problem, das wir versuchen zu lösen. Herr Professor Dr. Schreieck, können Sie Ihre Lautstärke verändern? Ich schlage vor, dass Lothar Riebsam die nächste Frage stellt und dann kommen wir auf die Antwort von Professor Schreieck zurück. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Britta Böckmann. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stellen wir Gelder zur Verfügung, um die digitale Infrastruktur der Krankenhäuser zu verbessern. Unter anderem sollen damit Investitionen in die Bereiche der Dokumentation, Kommunikation und der Hightech-Medizin gefördert werden. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Kann es uns mit dem vorliegenden Gesetz prinzipiell gelingen, den Digitalisierungsgrad von Kliniken zu erhöhen? Gehen Sie hierbei bitte auch auf die vorgesehene künftige Evaluierung des digitalen Reifegrades der Krankenhäuser ein. Frau Professor Dr. Böckmann. Ich schlage vor, dass wir die Sitzung kurz unterbrechen und dem Bundestag vorschlagen, einen Digitalfonds einzurichten, damit also der Bundestag auf die Ballhöhe kommt, wo wir unsere Krankenhäuser hinführen wollen.
Ich sage jetzt mal, wir stellen jetzt alles wieder auf Null. Und vielleicht kann Frau Mark die erste Frage wiederholen. Und Herr Professor Dr. Schreyöck kann sich schon auf die Beantwortung vorbereiten. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Professor Schreyöck, auf ein neues, in der Hoffnung, dass es jetzt technisch klappt. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz sieht ja nun weitere Maßnahmen vor, um Erlösausfälle und Mehrkosten Corona-bedingt auszugleichen. Und damit entfällt zum Beispiel diese tagesbezogene Ausgleichspauschale. Wie bewerten Sie diese nun vorgesehene neue Ausgleichsregelung? Herr Professor Dr. Schreyöck. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Rebsamen. Ja, meine Frage geht an Frau Professor Britta Böckmann. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stellen wir Gelder zur Verfügung, um die digitale Infrastruktur der Krankenhäuser zu verbessern. Unter anderem sollen damit Investitionen in die Bereiche der Dokumentation, Kommunikation und der Hightech-Medizin gefördert werden. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Kann es uns mit dem vorliegenden Gesetz prinzipiell gelingen, den Digitalisierungsgrad von Kliniken zu erhöhen? Gehen Sie hierbei bitte auch auf die vorgesehene künftige Evaluierung des digitalen Reifegrades der Krankenhäuser ein. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Böckmann. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Schalk und die Deutsche Krankenhausgesellschaft.
Über den Krankenhauszukunftsfonds stellt der Bund den Krankenhäusern rund 3 Milliarden Euro zu Investitionszwecken zur Verfügung. Wie bewerten Sie dies vor dem Hintergrund, dass die Länder ihren Investitionsverpflichtungen in den vergangenen Jahren nur unzureichend nachgekommen sind? Danke sehr. Herr Professor Dr. Schreieck. Zumindest bei gegebener Krankenhausstruktur kann man dies klar sagen. Und gleichzeitig haben die Krankenhäuser wenig Eigeninteresse an Investitionen in Digitalisierung, zumindest teilweise. Und das ist auch verständlich, denn die Investitionen, im Unterschied zu anderen Investitionen, amortisieren sich die Investitionen in Digitalisierung eben oftmals nicht. Deswegen benötigen wir aus vielerlei Gründen diese Förderung durch den Bund, die natürlich auch als Konjunkturprogramm gedacht ist. Sie ist sehr zu begrüßen und hält natürlich gleichzeitig die Länder an, die Investitionsmittel nicht weiter zu reduzieren. Empfehlenswert wäre in diesem Kontext, dass zunächst ein Mindestdigitalisierungsgrad für alle bedarfsnotwendigen Krankenhäuser sichergestellt wird, dass das definiert wird, beziehungsweise auch, dass die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser definiert werden. Das erscheint mir aus meiner Sicht notwendig, um eine einheitliche Kommunikationsstruktur unter den Häusern, aber auch zwischen den Häusern und anderen Akteuren zu gewährleisten. Und eine Verbesserung der technischen informationstechnischen Ausstattung der Notaufnahmen steht ja im Mittelpunkt. Auch das begrüße ich sehr. Und dabei würde ich empfehlen, die Förderung an die Mindestanforderungen des GBA zum gestuften System von Notfallstrukturen zu knüpfen. Wichtig erscheint auch, dass aus meiner Sicht die Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen voranzubringen, also dass das Gesetz zur Reform der Notfallversorgung bald auf den Weg gebracht wird, denn es ergänzt sich ja komplementär mit dem hier vorgesehenen Fonds, der gerade in die Digitalisierung der Notaufnahmen investiert. Besten Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Baum von der DKG. Ja, hier Baum, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank, Herr Mohnstedt. Natürlich begrüßen die Krankenhäuser, wenn sie 3 Milliarden Euro zusätzliche Investitionsmittel für, den digitalen Schub in den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt bekommen. Die Tatsache, dass wir nur 3 Milliarden für alles haben, baulich, medizintechnisch und so weiter, macht deutlich, dass es sich um einen großen Betrag handelt, mit dem sicherlich viele der Ziele, die formuliert sind, auch erreicht werden können. Es ist ein Betrag, der aus den Unzulänglichkeiten, die die Länder leider über die 3 Milliarden zur Verfügung stellen, niemals hätte investiert werden können. Bei der Digitalisierung kommt noch hinzu, dass es eben ein völlig neuer Investitionsbedarf ist mit hohem Niveau, der natürlich in vielen Fällen und Projekten auch nah an Betriebskosten liegt. Und deshalb sind die Krankenhäuser angesichts der Defizite auf der Betriebskosten, angesichts der Defizite auf der Investitionsrate darauf angewiesen, in dieser Form gefördert zu werden. Wir begrüßen auch, dass Sie ins Gesetz aufgenommen haben, dass die Länder ihre Investitionsquote, im Normalbereich halten müssen. Das ist wichtig. Was wir nicht so recht einsehen wollen, ist die Vorgabe, dass die Krankenhäuser den Länderanteil von 30% gegebenenfalls selbst tragen kommen. Im Gesetzentwurf wird überzeugend dargelegt, dass die Krankenhäuser nicht genügend Eigenmittel haben. Und es gibt viele Krankenhäuser, die überhaupt nichts beitragen können mit Eigenmitteln. Die wären dann, wenn es solche Ländervorgaben dann im Einzelnen gibt, komplett von dem Programm ausgeschlossen. Deshalb unsere Bitte, nicht die Krankenhäuser können den Länderanteil tragen, sondern der muss natürlich von den Ländern getragen werden, dieser 30%ige Anteil. Ich vermag auch nicht ganz einzusehen, warum die Förderung von Ein- und Zweibettzimmern auch zur Vermeidung, auch zur Verbesserung der Infektionspräventionsmöglichkeiten der Krankenhäuser sehr sinnvoll. Warum das aber verknüpft wird mit dem Abbau von Betten? Sie alle haben viele Krankenhäuser vor Augen.
wo kein Bedarf zum Abbau von Betten besteht, gleichwohl aber der Gedanke der Infektionsprävention in einem Zweibettzimmer evident ist, da würden wir darum bitten, diese Vorgabe zu überprüfen, ansonsten sind die Förderung auslösen, grundsätzlich wichtig. Wir hoffen nur, dass die Förderungsbedingungen so flexibel und auch so pauschal gehalten werden, dass so schnell wie möglich so viel der zur Verfügung stehenden Mittel dann auch in die Krankenhäuser investiert werden können. Aber grundsätzlich ein positives Programm. Vielleicht ist es ja auch der Einstieg in eine Neuaufteilung der Investitionszuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. 3 Milliarden sind zunächst mal auf ein Jahr bezogen, immerhin 100% dessen, was die Länder bisher zahlen, nun ausmöglichen würden. Vielen Dank. Das Fragerecht bleibt bei der CDU-CSU-Fraktion. Und die nächste Frage stellt Karin Mack. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht an Frau Professor Böckmann. Wir diskutieren ja nun auch über die Chancen eines hohen Digitalisierungsgrads. Können Sie dazu etwas im Hinblick auf mögliche Evidenzsteigerung bei Prozessen und vor allem natürlich auch im Hinblick auf die Arbeitsentlastung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen? Frau Professor Dr. Böckmann. Ist ja das, was man sich immer erhofft mit Digitalisierung, von diesem ganzen Papierkram sozusagen wegzukommen. Arbeitsentlastung entsteht dann, wenn ich die richtige Information am richtigen Ort und auch in der richtigen Aufbereitung vor mir habe. Arbeitsentlastung entsteht nicht, wenn Prozesse nur halbherzig digitalisiert werden. Ich möchte hier mal ein Beispiel nennen, einer der Kernprozesse in der Medizin, der Visitenprozess, bei dem sehr, sehr viel an Informationen anfällt, die aufbereitet werden muss, die zur Verfügung gestellt werden muss, über den Patienten, bei dem aber auch neue Informationen entstehen, wie zum Beispiel Anordnungen der Ärzte. Wenn dieser Visitenprozess nach wie vor analog abläuft, dann kann der Rest des Krankenhauses sehr digitalisiert sein. Man wird trotzdem extreme Medienbrüche haben, vor der Visite alles ausdrucken und während der Visite alles auf Zettel schreiben. Das bedingt dann, dass nachher Pflegekräfte und Ärzte den Eindruck haben, dass die Arbeitsbelastung durch den Einsatz von Computern eher steigt als sinkt. Das heißt, ich möchte sehr dafür plädieren, dass wir nicht nur von einem Mindestdigitalisierungsstandard von Krankenhäusern ausgehen, sondern dass wir die Prozesse, die wir digitalisieren, konsequent von A bis Z digitalisieren. Nur so können Effizienzen erschlossen werden. Ein zweites wesentliches Thema in dem Kontext ist das ganze Thema Wissensmanagement. Die Recherche nach aktuellen Studien, nach aktuellem medizinischen Wissen kostet evident viel Zeit für Ärzte und Pflegekräfte und kann durch den Einsatz von Digitalisierung erheblich verbessert werden. Auch dort ist tatsächlich eine Arbeitsentlastung vorstellbar. Ich möchte aber noch auf einen weiteren Punkt hier eingehen, nämlich das Thema, inwieweit refinanzieren sich oder rechnen sich denn Investitionen in Digitalisierung? Wir können durch digitalisierte Prozesse und durch Digitalisierung gerade im Datenaustausch zwischen Krankenhäusern und Patienten, Patientinnen, zwischen Krankenhäusern und ambulanten Diensten ganz neue Leistungen anbieten seitens Krankenhäusern. Diese Leistungen sind aber im Moment nicht einfach refinanzierbar. Wir haben das Problem, dass Leistungen, die intersektoral erbracht werden, was für viele telemedizinische Leistungen natürlich der Fall ist, wie zum Beispiel Telemonitoring bei herzinsuffizienten Patienten, die dann zu Hause überwacht werden, dass diese Leistungen im Moment nur im Rahmen von Selektivverträgen und Einzelleistungsvereinbarungen letztendlich abgerechnet werden können. Das heißt, wenn man die Abrechnungsmöglichkeiten für Krankenhäuser in diesen innovativen Dienstleistungen verbessert, hat man auch nochmal andere Chancen, dass sich Digitalisierung auch wirklich refinanziert. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband Gesundheits-IT. Eine Voraussetzung für die Erreichung eines möglichst hohen Automatisierungsgrades von Prozessen in Kliniken ist die Umsetzung einer durchgehend digitalen und interoperablen Pflege- und Behandlungsdokumentation. Können Sie diese Aussage bestätigen und wie weit sind die Kliniken hier bereits in Deutschland? Herr Zülch. Herzlichen Dank, Sebastian Zülch, Bundesverband Gesundheits-IT.
Grundsätzlich sind Pflege- und Behandlungsdokumentation ein essentieller Bestandteil, wenn es um das Thema Digitalisierung und auch digitale Prozesse geht. Und sie nehmen dort eine zentrale Rolle ein. Wenn wir den Aspekt der Interoperabilität bedenken, müssen wir uns auch natürlich mit internationalen Standards auseinandersetzen. Und auch das hat sich ja im Krankenhauszukunftsgesetzentwurf wiedergefunden. Wenn Sie das Thema Interoperabilität auch in der Frage ansprechen, möchte ich an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es sehr wertvoll oder die wirkliche Mehrwerte der Digitalisierung eben auch durch einen erfolgreichen Austausch von Daten und der Datennutzung entstehen und dass beim Thema Interoperabilität durchaus noch einiges an Handlungsbedarf besteht. Das hatten wir zuletzt im Patientendatenschutzgesetz entsprechend auch formuliert. Was essentiell ist, wenn Daten miteinander ausgetauscht werden können, ist, dass Informationen zu jeder Zeit, wenn sie benötigt werden, am richtigen Ort sind und sie auch weiter verwendbar sind. Das heißt, das Thema Medienbrüche, was Frau Professorin Böckmann eben auch erwähnt hat, ist ein ganz kritisches, wenn wir uns Versorgungsprozesse anschauen. Und am Ende sind das auch die wichtigen Voraussetzungen dafür, dass eine patientensichere Versorgung gewährleistet werden kann, dass auch das Personal zufrieden ist und dass am Ende auch eine finanzielle Entlastung des Systems geschehen kann. Zu der Frage, ob das in Deutschland aktuell so vorliegt, kann man tatsächlich schlichtweg nicht bewerten. Es gibt dazu im Moment keine Informationen. Und wenn eben für Teilsegmente in einigen Häusern, in Umfragen, es ist von daher wirklich enorm begrüßenswert, dass im aktuellen Gesetzesentwurf die Erfassung und eine strukturierte Erfassung des digitalen Reifegrades von deutschen Kliniken in den Fokus rückt. Wir müssen auch dabei bedenken, dass wir bei der Digitalisierung eine chronische Unterfinanzierung erleben und wir auch weiterhin heute handschriftliche Notizen und Papierdokumente weiterhin in der Regel haben und das nicht zuletzt eben auch ein Indiz dafür ist, dass wir bei der digitalen Reife wahrscheinlich nicht die besten Noten erwarten dürfen. Die Evaluierung, wie gesagt, ist sehr wertvoll. Zwei Stationen hat sich der Gesetzgeber hier vorgenommen, einmal im Jahr 2021 und dann nochmal im Jahr 2023. Ganz wichtig dabei ist, Digitalisierung in den deutschen Krankenhäusern, das ist keine Momentaufnahme, sondern es ist ein dynamischer Prozess, der auch kontinuierlich weiter begleitet werden muss. Und der BVÖTG plädiert dafür, dass wenn die Erhebungsergebnisse vorliegen, wir also wissen, was der digitale Reifegrad der deutschen Kliniken ist, dass dann auch ein ganz konkreter Fahrplan entwickelt wird, an welchen Stationen, welchen Stellen, welchen Versorgungsprozessen die Digitalisierung in den Fokus genommen werden soll und gezielt entwickelt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt. Danke sehr. Meine Frage richtet sich an Professor Schreiböck. Uns liegt zu dieser Anhörung auch ein Antrag vor, in dem gefordert wird, das DRG-Abrechnungssystem abzuschaffen und stattdessen ein anderes Vergütungssystem einzuführen. Dieses soll jährliche Pro-Kopf-Pauschalen vorsehen, die im Voraus zu zahlen und von den Kliniken dann selbst zu verwalten sind. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Danke sehr. Herr Professor Dr. Schreiböck. Schreiböck, Universität Hamburg. Ja, eine prospektive Vergütung nur an das Krankenhaus, so wie in diesem Antrag skizziert, halte ich für zu kurz gegriffen. Die Idee eines Regionalbudgets bedeutet ja, dass unterschiedliche Leistungserbringer in einer Region gemeinsam eine Kopfpauschale oder an eine Behandlungsepisode zum Beispiel geknüpfte Pauschale erhalten und dann gemeinsam die Patientinnen und Patienten behandeln. Die Idee ist im Prinzip nicht neu. Existiert in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA. Meine Einschätzung auf dieser Basis ist allerdings, dass das Modell so nicht bundesweit und schon gar nicht obligatorisch funktionieren kann, sondern nur in ausgewählten ländlichen Bereichen mit einer überschaubaren Anzahl an Leistungserbringern. Dort kann das funktionieren. Dieses Modell kann aber auch demnach aus meiner Sicht nicht das DRG-System bundesweit ersetzen. Man kann es allenfalls als freiwillige Option in bestimmten Regionen zulassen.
Wir haben als Sachverständigenrat im Gutachten 2018 eine Reihe von Empfehlungen gegeben, wie wir die Krankenhausvergütung in Deutschland insgesamt weiterentwickeln würden. Und unsere Empfehlung war, dort näher am DRG-System zu bleiben, vom DRG-System auszugehen, so viel wie andere Länder das auch machen. Eine Option kann dabei sein, das DRG-System eben zu erhalten, aber durch andere monetär substanzielle Vergütungsbestandteile zu ergänzen. Zum Beispiel Vorhaltepauschalen, Differenzierung der Vergütung nach Versorgungsstufen und auch Ausgleich geografischer Kostenunterschiede. Besten Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Diese nächste Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sie haben am 3. September ein Konzept für eine Corona-Prämie auch für Pflegekräfte im Krankenhaus vorgestellt. Mit dem Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, wollen wir dieses Konzept umsetzen. Können Sie uns oder wie bewerten Sie dieses Vorhaben? Frau Stoff-Arnies, Sie haben das Wort. Stoff Arnes, GKV Spitzenverband. Vielen Dank für die Fragestellung. Der Änderungsantrag, der setzt grundlegend um, was Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV Spitzenverband zum Monatsbeginn vorgeschlagen hatte. Zugrunde lag ein Arbeitsauftrag aus dem Gesundheitsministerium, wie die erhöhte Arbeitsbelastung von Pflegekräften infolge der Pandemie ausgeglichen werden könnte. Zielstellung war also eine zielgenaue Prämie für die Pflegekräfte, die besonders belastet waren. Die Ausgestaltung im Änderungsantrag lehnt sich an das Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Es wird begrüßt, wie im Änderungsantrag die Betroffenheit der Krankenhäuser ausgewählt wird. Hier werden 50% zugrunde gelegt nach Covid-19-Fällen und 50% nach vorhandenem Pflegepersonal. Das ist auszurechnen vom Institut des Entgeltsystems fürs Krankenhauswesen. Und hierdurch wird aus unserer Sicht das Geld auch letztlich genau dort ankommen, wo eine besondere Belastung aufgrund der Pandemie vorlag. Ausgewählt wird die Prämienhöhe konkret vor Ort in den Kliniken durch die Klinikleitung und die Arbeitnehmervertreter. Das ist auch übernommen worden. Das begrüßen wir sehr. Offen gelassen im Änderungsantrag allerdings wurde die Höhe der Prämien. Hier hatten GKV Spitzenverband und Deutsche Krankenhausgesellschaft vorgeschlagen, dass bis zu 1.000 Euro je Pflegekraft ausgezahlt werden könnte, wenn sie die Kriterien eben der besonderen Belastung erfüllt und in Vollzeit tätig ist. Empfohlen wurde, dass Pflegekräfte in unmittelbarer Patientenversorgung bedacht werden sollen. Dieser Punkt ist offen geblieben und im Änderungsantrag nicht übernommen wurde auch die Empfehlung, dass sich die Länder parallel in Höhe von 500 Euro beteiligen könnten, so wie das auch für den Bereich der Pflegeversicherung vorgesehen war gesetzlich. Das ist im Änderungsantrag nicht übernommen. Vielleicht letzter Punkt. Positiv haben wir gesehen, dass im Änderungsantrag auch eine Beteiligung anteilsmäßig der privaten Krankenversicherung vorgesehen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Baum. Ja, auch Baum, WKG dazu. Wir haben uns in der Tat unter der Vorgabe, den Kreis der Begünstigten auf die Betroffenen, auf die Belasteten, in der Regel Pflegekräfte, zu begrenzen, zu finden und haben Modalitäten gemeinsam GKV und DKG entwickelt und dem Minister vorgetragen, die im Wesentlichen sich hier wiederfinden in den Einspielkriterien, dass die Zahl der Fälle das Krankenhaus identifiziert, das überhaupt Geld bekommen soll und dass dann das Pflegepersonal, die Zahl der Pflegekräfte maßgeblich ist, wie viel Geld kommen kann in Verbindung mit den Fällen. Das ist ja alles wiedergegeben. Wir begrüßen auch, dass es zu einer schnellen Umsetzung kommt, dass noch vor Weihnachten die Gelder ausgezahlt werden. Wir sind auch mit dem Durchführungsweg, dass der GKV-Spitzenverband die Gelder erhält, sie an die Krankenhäuser schickt, diese verausgaben sie und später folgt dann die Abrechnung. Wo wir Probleme haben, ist, wir hatten gemeinsam gesagt, und das will ich ausdrücklich betonen, ja, wenn wir uns der Begrenzung, dass die stark Betroffenen nur gemeint sind, unterwerfen,
Kann man mit 100 Millionen auskommen? Das hat DKG und GKV-Spitzenverband so gemeinsam gesehen. Allerdings hatten wir gesagt, jetzt insbesondere wir von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Krankenhäuser unter 500 Betten sollten bei 10 Fällen dabei sein. Der Gesetzentwurf sieht 20 Fälle vor. Und wir haben gesagt, wer mehr als 500 Betten hat, sollten 20 Fälle genügen. Der Gesetzentwurf verlangt 50. Und damit bringen Sie die Zahl der begünstigten Krankenhäuser, und ich sage jetzt auch in Ihren Wahlkreisen, von uns nach unserem Modell wären über 700 Krankenhäuser begünstigt gewesen. Jetzt nach dieser engen Marge 2050 sind nur 430 Krankenhäuser. Und wir meinen, dass wir mehr Krankenhäuser begünstigen können. Das bedeutet, dass die 100 Millionen zugegeben anders verteilt werden. Frau Stefanis hat darauf hingewiesen, wir hatten uns gemeinsam auf die 1.000 Euro in einer Pflege begrenzt gehabt. Das heißt, das jetzt formulierte Modell sieht Kliniken, die sehr wohl belastet waren, nimmt sie raus, deutlich weniger Kliniken, auch deutlich weniger Pflegekräfte, die jetzt angesprochen sind. Wir hatten das in unseren Diskussionen weiter angelegt und ich würde begrüßen, wenn darüber nochmal nachgedacht wird. Es kann jetzt in Einzelfällen dazu führen, dass die Mittelzuweisung aus dem Schlüssel 50% Personal, 50% Fälle dazu führen, dass pro Kraft mehr als 1.500 Euro und damit der Steuerfreibetrag zur Verfügung steht. Das ist eine deutliche Verengung der Zuordnung der Mittel, die mit dem Gesetzentwurf jetzt vorgenommen wird. Wie gesagt, wir sind der Meinung, man könnte das weiter anlegen, weil die Kliniken in größerer Breite beteiligt waren. 700 Kliniken sind gemessen an 1.700 Akutkrankenhäuser immerhin schon eine hohe Verdichtung und das wäre so der Wunsch unsererseits, das nochmal zu überdenken. Vielen Dank. Ich bitte die Sachverständigen nochmal bei der Beantwortung sich auf das Mikrofon auch zu konzentrieren, damit das hier bei den Ausschussmitgliedern ankommt. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Evangelischen Krankenhausverband. Wie könnten verstärkt pflegeentlastende digitale Maßnahmen über den Krankenhauszukunftsfonds initiiert und nachhaltig in den Krankenhausprozessen verstetigt werden? Vielen Dank. Herr Radbruch. Herr Vorsitzender, Evangelischer Krankenhausverband. Erstmal vielen Dank für die Frage. Wir denken, dass neben Pflegedokumentation deutlich gemacht werden sollte, dass auch die Pflegeplanung als einer der zentralen Prozesse der Pflege vor Ort und der professionellen Pflege deutlich mit benannt wird und dass klargestellt wird, dass auch die digitale Pflegeplanung Teil dieses Förderungsprogrammes ist, weil ein Mehrwert durch die digitale Pflegeplanung Zeitersparnis ist und die Pflegekraft muss zum Beispiel nicht mehr evidenzbasierte Pflegemaßnahmen aus Datenbanken oder Papierdokumentation herauslesen, sondern es ist dann möglich, dass nach einem Algorithmus der Pflegekraft vorgeschlagen wird, was die evidenzbasierte Maßnahme ist. Und das würde zeitraubende Auswahlprozesse ersparen. Und diese gewonnene Zeit könnte eben für die Individualisierung der Pflege deutlich genutzt werden. Und aus unserer Sicht würde auch die Pflegequalität dadurch gefördert, weil die Möglichkeit der Verarbeitung von Pflegedaten evidenter und nachweisbarer wird. Und zum Zweiten wäre es uns wichtig, dass zur Verstetigung dieser Maßnahmen und zur Motivation der Krankenhäuser, dass auch diese Fördermittel für Digitalisierung für die Pflege eingesetzt wird, deutlich gemacht wird und klargestellt wird, dass Maßnahmen, die nach diesem Strukturfonds gefördert werden, mit diesem Strukturfonds gefördert werden, dann auch in der Pflegebudgetverhandlung eine Rolle spielen können. Es ist ja vorgesehen, dass pflegeentlastende Maßnahmen bis zu 4% das Pflegebudget erhöhen können. Und aus unseren Häusern wissen wir, dass da immer intensive Diskussionen vor Ort entstehen und auch unüberbrückbare unterschiedliche Meinungen dann existieren. Und der Hauptdiskussionspunkt ist, dass eben Maßnahmen, die schon durch Strukturfondsmittel gefördert worden sind, hier nicht angerechnet werden können.
Und wir würden uns wünschen, dass gesetzlich klargestellt wird, dass auch Digitalisierungsmaßnahmen für die Pflege eindeutig bei Pflegebudgetverhandlungen berücksichtigt werden zur Erhöhung innerhalb dieser 4%. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mondstand. Danke sehr. Meine Frage richtet sich an die Bundespsychotherapeutenkammer. Wie bewerten Sie die vorgesehene Streichung des Bettenbezugs als Orientierungsgröße bei der Bestimmung von verbindlichen Mindestvorgaben für den Bereich der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung und die zudem hierfür vorgesehene Fristverlängerung? Danke sehr. Herr Dr. Munz, Sie haben 1,5 Minuten. Munz, Bundespsychotherapeutenkammer, vielen Dank, Herr Mondstadt. Diese Streichung des Bettenbezugs ist eine sach- und fachgerechte Umsetzung des Auftrags in der bestehenden Systematik der PPP-Richtlinie und wird deshalb auch von unserer Seite ausdrücklich begrüßt. Denn damit können Mindestvorgaben für Psychotherapeutinnen beider Berufsgruppen, der Ärzte und psychologischen Psychotherapeuten, am Patientenbedarf in den einzelnen Behandlungsbereichen ausgerichtet und entsprechend auch für die anderen Berufsgruppen angewandten Logik in der Richtlinie ausgestaltet haben. Die Fristverlängerung ist zwar bedauerlich, aber ich denke unter den gegebenen Umständen, dass hier doch dringend Nachbesserungsbedarf besteht, auch erforderlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit für eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Frau Mark. Dann richtet sich die nächste Frage an Frau Dr. Fix von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit dem Inhalt: Wie bewerten Sie die vorgesehene Streichung der Anrechnung der bis zu 10 regulären Arbeitstage, für die das Pflegeunterstützungsgeld bereits in Anspruch genommen wurde, Frau Dr. Fix? Frau Dr. Fix, 50 Sekunden. Kurze Frage, kurze Antwort. Wir haben die Regelung uneingeschränkt positiv. Wir hatten uns solche Regelungen ausmachen. Wir hatten uns für solche Regelung eingesetzt. Ich habe hier einen Zwischen in der Halle. Ich glaube, es kann ich nicht verstehen. Deswegen kurze Antwort, wir werden die Regelung eingeschränkt. Frau Dr. Fuchs, versuchen Sie es noch mal. Ja, gerne. Gerne. Okay. Wir bewerten die Regelung nicht in Richtung der Tage abgegeben. Kann es sein, dass Sie zwei Geräte im Einsatz haben? Vielleicht können Sie uns Ihre Antwort schriftlich zukommen lassen. Wir kriegen das jetzt technisch nicht gelöst und wir haben ja nur ein paar Sekunden. Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht jetzt über an die SPD-Fraktion und die erste Frage stellt Sabine Dittmar. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Straub. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kassen Angaben über gezahlte Leerstandspauschalen lediglich für die Krankenhäuser erhalten, die Verhandlungen über einen Ausgleich für Erlösrückgänge verlangen. Für Krankenhäuser, die einen solchen Ausgleich nicht verlangen, zum Beispiel weil sie wegen Überzahlungen keinen Anspruch hätten, werden diese Daten nicht an die Kassen vor Ort übermittelt. Auch gibt es bisher keine ausreichende Transparenz über Zahlungen, die für zusätzliche Intensivkapazitäten geflossen sind. Wie bewerten Sie die im Gesetz vorgesehenen Transparenzregelungen? Herr Professor Dr. Straub. Er ist nicht im System, obwohl er also hier auf unserer Liste steht als anwesend. Vielleicht möchten Sie die Frage... Sein Mikro anstellen. Sein Mikrofon muss er anstellen. Er ist auf jeden Fall für uns im Moment nicht sichtbar im System.
Ja, also wir fangen noch mal von vorne an und bitte. Frau Dittmar, die nächste Frage. Professor Straub ist nicht im System. Okay, gut. Also wir haben ihn noch nicht gefunden. Dann geht meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Augurski. Wie beurteilen Sie insgesamt die Situation bei den Investitionsmitteln der Krankenhäuser und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Schaffung eines Krankenhauszukunftsfonds? Sind die Maßnahmen ausreichend oder bedarf es weiterer Maßnahmen? Herr Professor Dr. Augurski. Augurski vom RWI. Vielen Dank auch für die Frage. Wir untersuchen ja auch regelmäßig, wie ist der Investitionsbedarf bei Krankenhäusern. Und tatsächlich ist es so, die Länder steuern im Durchschnitt etwa nur 50% des Bedarfs bei. Herr Baum hat schon erwähnt, das sind so 3 Milliarden Euro pro Jahr, die kommen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich jetzt hervorragend, dass über dieses diesen Digitalisierungsfonds weitere 3 Milliarden über mehrere Jahre kommt. Das ist durchaus großzügig bemessen, wobei man auch sagen muss, Digitalisierung heißt, es ist kein festes Ziel. Also man kann jetzt nicht sagen, man hat dann in 5 Jahren Digitalisierung erreicht und zu, sondern das ist dynamisch, man wird da immer wieder dranbleiben müssen, sodass man auch überlegen kann, wenn man denn erfolgreich ist, den Erfolg müsste man messen, das ist eine andere Frage, aber wenn man denn erfolgreich ist, das auch fortzuführen. Und das wäre so die Frage, ob man halt bei solchen Themen dann auch stärker auf Bundesmittel für Investitionen zurückgreift. Also insofern insgesamt ein guter Anfang und es gilt es zu evaluieren. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Franke. Ja, ich habe auch eine Frage an Sie, Herr Professor Augurski, zur Sachkostenbereinigung. Es besteht ja grundsätzlich Konsens, dass Krankenhäuser keinen Ausgleich erhalten für Sachkosten, wenn die betreffenden Operationen nicht stattgefunden haben. Ist das aus Ihrer Sicht aber mit den Regelungen zu den Corona-bedingten Erlösausfällen grundsätzlich sinnvoll geregelt oder haben Sie möglicherweise Alternativvorschläge, wie man das vielleicht anders regeln könnte? Herr Professor Dr. Augurski. Grundsätzlich ja, es ist auf jeden Fall nötig, diese variablen Sachkosten herauszurechnen. Wenn es über die Selbstverwaltungspartner gut gelingt, und zwar gut meine ich, dass wir auf jeden Fall vermeiden sollten, dass wir auf den Hausebenen dann viel Streitpotenzial haben. Also es sollte nicht passieren, dass die bundesweite Regelung dann von einzelnen Häusern oder auch Kassen dann vor Ort angegriffen werden, man in Schiedsstellen gehen muss, das wäre unnötiger Aufwand. Also insofern, höchstes Ziel muss sein, dass man eine tragbare Regelung findet. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, man könnte über das INEC vorab mal herausrechnen, je DRG im Rahmen der INEC-Kostenmatrix, wie viel Sachkosten oder variable Sachkostenanteile sind denn in einer DRG drin und könnte dann relativ gerecht für das Haus das mitgeben und per Algorithmus dann für alle Häuser umsetzen. Inwieweit das ein großer Aufwand ist, müsste man prüfen, aber auf jeden Fall sollte man vermeiden, dass der Aufwand später auf Hausebene entsteht. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar an Professor Dr. Straub. Ja, schön, dass das jetzt klappt, Herr Professor Straub. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kassen Ausgaben über gezahlte Leerstandspauschalen lediglich für die Krankenhäuser erhalten, die Verhandlungen über einen Ausgleich für Erlösrückgänge verlangen. Für Krankenhäuser, die einen solchen Ausgleich nicht verlangen, zum Beispiel weil sie wegen Überzahlung auch keinen Anspruch hätten, werden diese Daten nicht an die Kassen vor Ort übermittelt. Auch gibt es bisher keine ausreichende Transparenz über Zahlungen, die für zusätzliche Intensivkapazitäten geflossen sind. Wie bewerten Sie die im Gesetz vorgesehenen Transparenzregelungen? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Straub. Christoph Straub, guten Tag. Ich hoffe, ich bin nun zu hören, zu sehen. Ich habe das System gewechselt. Ja? Gut. Richtig ist, dass der GKV-Spitzenverband nachgehend eine krankenhausbezogene Aufstellung
über die ausgezahlten Ausgleichszahlungen im Rahmen der Covid-19-Entlastungsmaßnahmen erhält. Damit aus der Krise die richtigen Schlüsse gezogen werden können, ist es zwingend, dass eine umfassende Transparenz für alle Krankenhäuser und alle Zahlungen hergestellt wird. Vor diesem Hintergrund sollte die Datenweitergabe seitens des GKVSV an die Vertragsparteien vor Ort generell geregelt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Möglichkeit vom Verlangen eines Krankenhausträgers nach einer Vereinbarung zum Covid-19-Ausgleich abhängig gemacht wird. Ebenso ist die vollständige Transparenz über die zusätzlich finanzierten Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit erforderlich, insbesondere weil hier die Kosten alleine durch die GKV getragen wurden. Deshalb sollte in diesem Bereich keine Ausnahme gemacht werden. Bereits heute werden die Versorgungskapazitäten im DIVI-Intensivregister tagesaktuell erfasst. Insofern ist nicht nachvollziehbar, weshalb die entsprechenden finanziellen Aufwendungen in diesem Bereich nicht transparent gemacht werden sollen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, unsere AG-Sprecherin wäre die Nächste. Ich hätte eine Frage an Verdi. Und zwar, die vorliegende Regelung setzt eine Vereinbarung zwischen DKG und GKV-Spitzenverband um, damit auch an Beschäftigte in Krankenhäusern eine Prämie zur Anerkennung der besonderen Belastung im Zusammenhang mit der Versorgung von Corona-Kranken ausgezahlt werden kann. Wie beurteilen Sie diese Regelung? Frau Genster. Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete Grit Genster, Gewerkschaft Verdi. Wir begrüßen, dass nun auch in den Krankenhäusern die Prämien für die besonderen Leistungen während der Corona-Pandemie gezahlt werden sollen und dass auch eine schnelle Umsetzung vorgesehen ist. Doch der vorgelegte Entwurf stellt die Arbeitnehmervertretungen vor große Probleme, denn sie vertreten die Interessen aller Beschäftigten im Krankenhaus. Und von den Corona-Prämien soll aber, so wie es im Entwurf vorgelegt ist, nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten profitieren. Neben der Pflege sind aber auch die Beschäftigten in den Laboren, in der Reinigung, in der Dialyse und noch in vielen anderen Bereichen, die bei der Eindämmung der Pandemie auch eine zentrale Rolle spielen, einbezogen gewesen. Und der Entwurf sieht vor, dass sie nur in begründeten Ausnahmefällen einbezogen werden sollen. Arbeit im Krankenhaus ist aber Teamarbeit und alle Beschäftigten sind in der Versorgung wichtig. Und deshalb ist es wichtig, alle haben sich vorbereitet und qualifiziert und alle sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Die Anerkennung ausschließlich den Beschäftigten zu zollen, die Covid-19-Patientinnen gepflegt haben, das wird der besonderen Situation in der Pandemie nicht gerecht. Und deshalb plädieren wir dafür, den Kreis möglichst groß zu machen. Ansonsten sehen wir das Risiko, dass mit der Regelung mehr Unmut in den Krankenhäusern gestiftet wird, als motiviert wird. Und die Pandemie ist schließlich nicht vorbei und deshalb ist eine Motivation auch besonders wichtig. Wir plädieren daher für eine bundeseinheitliche Regelung, wie sie auch im Bereich der Altenpflege über den Paragraphen 71 SGBL vorgenommen wurde. Alle Beschäftigten erhalten einen Bonus und differenziert wird dort bei der Höhe des Bonus danach, wie nah an den Pflegebedürftigen gearbeitet wird. Und im Übrigen möchte ich auch noch mal betonen, dass wir vermissen lassen, die Empfehlung an die Länder, diesen Bonus noch mal um die möglichen 500 Euro aufzustocken. Auch das wäre sachgerecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Und ich bleibe noch mal bei der Krankenpflegeprämie. Und meine Frage richtet sich an den Verband der privaten Krankenversicherungen. Die Regelung sieht vor, dass zur Finanzierung der Prämien zusätzlich zu den 93 Millionen Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 7 Millionen Euro von den privaten Krankenversicherungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Können die Versicherungsunternehmen gesetzlich zu dieser Zahlung verpflichtet werden? Falls nicht, können Sie dennoch sicherstellen, dass die finanzielle Beteiligung der PKV-Unternehmen erfolgen wird? Vielen Dank, Herr Wilde.
Ja, Wilde vom PKV-Verband. Wir waren jetzt im Vorfeld bei der Entwicklung des Konzepts zu der Prämie nicht eingebunden und wir können uns jetzt auch nicht verbindlich zu dem vorliegenden Änderungsantrag, der uns erst heute zugegangen ist, äußern. Dazu bedarf es noch einer Prüfung und wir können jetzt auch nicht mit dem kurzen Vorlauf Aussagen dazu treffen, ob die betroffenen und belasteten PKV-Unternehmen inwiefern die leisten können. Das muss man sich jetzt im Einzelfall noch angucken. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Hilde Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Katholischen Krankenhausverband. In dem vorliegenden Gesetzentwurf wird ja finanziell der Bettenabbau gefördert. Und da steht ja drin in § 19, sofern das Vorhaben zu einer entsprechenden Verringerung der Zahl der krankenhausplanerisch festgesetzten Betten führt. Jetzt wissen wir aber nicht nur aus verschiedenen Umfragen, Forsa, ich sage auch mal Gemeingut in Bürgerinnenhand, dass ein überwiegend hoher Anteil der Bevölkerung sagt, gerade in Pandemiezeiten wollen wir ganz gerne ein Krankenhaus in unserer Nähe haben. Jetzt frage ich Sie einfach mal, halten Sie den weiteren Abbau von Klinikbetten unter dem Eindruck zum Beispiel weiterer Pandemien für nicht den Abbau von Kranken, ich habe mich versprochen, Entschuldigung, würden Sie zum Beispiel die Lösung favorisieren, dass man von zwei Bettzimmern zu ein Bettzimmern kommen könnte, um die Krankenhäuser, die kleineren Krankenhäuser einfach vor Ort nicht zu gefährden? Das ist der Kern meiner Frage, die kleinen Krankenhäuser vor Ort nicht zu gefährden, damit, dass man die Förderbedingungen anders formuliert. Vielen Dank, Frau Rümmelin. Sie haben das Wort. Rümmelin, Katholischer Krankenhausverband. Frau Mattheis, herzlichen Dank für die Frage. Unseres Erachtens ist dieser Maßstab und das Kriterium, die Fördermittel an einen Bettenabbau zu binden, jetzt auch im Rahmen, wenn es um Digitalisierungsprojekte im Rahmen jetzt dieses KHC-Gesetzgebungsverfahrens und für den Krankenhauszukunftsfonds geht, nicht der richtige Weg. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie auch schon ausgeführt haben, wir müssen an die Versorgung in der Fläche genauso denken wie in den Ballungsgebieten. Und die Versorgung in der Fläche ist vordringlich auch eine Aufgabe zur Erfüllung der Daseinsvorsorge. Und wir sehen hier andere Förderkriterien und Definitionen, wie sie heute auch schon angeklungen sind, zum einen bei den ständigen Professoren Augurski und Schreyöck eher als maßgeblich an, dass man eben nicht sich an die Bettenanzahl hängt, sondern dass man sich anschaut, welche Versorgungsleistungen sind für die Versorgung in der Fläche auch unter Pandemiebedingungen in der Zukunft notwendig. Und da sehen wir vor allem für den Weitererhalt der Versorgung in der Fläche auch durch kleinere Krankenhäuser ist als notwendig an, die Regel- und Grundversorgung im Rahmen der jetzt gültigen DRG-Finanzierung hier in den Blick zu nehmen und zu schauen, wie können wir Vorhalteleistungen, vor allem für den Bereich der Grund- und Regelversorgung, der in der Fläche wichtig ist, vor allem auch vor dem Hintergrund der alternden Gesellschaft und der, ich nenne es jetzt mal, Pandemiefestigkeit, Gesundheitsnetzwerke vor Ort in der Fläche auch am Leben zu erhalten. Wir denken ja hier in Zukunftsdimensionen. Da sollten wir auf andere Förderkriterien schauen und nicht auf die Umwandlung von Mehrbett in Zweibett- und Einbettzimmern. Natürlich müssen wir in den kleineren Einrichtungen ebenso die Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten. Das ist unbenommen. Aber das kann man durch andere Förderkriterien besser als durch diese Definition, die hier jetzt gewählt wird. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Die geht an den Einzelsachverständigen Professor Augurski. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme ausdrücklich für eine Priorisierung und Gewichtung der zu fördernden Themenfelder aus. Können Sie uns das bitte erläutern? Herr Professor Dr. Augurski. Augurski, RWI, sehr gerne.
Der Bund gibt eine Menge Mittel, stellt den Ländern zur Verfügung. Die Länder dürfen mehr oder weniger entscheiden, wie sie die Mittel ausgeben. Und auch 3 Milliarden Euro, so viele sind, sind natürlich knapp. Und ich kann mir vorstellen, es steht viel an im Bereich der Digitalisierung. Und immer wenn ich knappe Mittel habe, sollte ich schauen, wie gut kann ich die allokieren. Und mir fehlt ein bisschen so diese Priorisierung, was ist denn dem Bund am wichtigsten dabei, was ist weniger wichtig. Es gibt ja eine unheimlich große Bandbreite an möglichen Fördertatbeständen. Das geht von der Basisdigitalisierung bis IT-Sicherheit, Entlastmanagement, digitale Entscheidungsunterstützung und vor allem, was mir auch wichtig ist, sektorenübergreifende Digitalisierung. Und wie gesagt, hier eine Unterstützung zu geben, wo sollte man den Schwerpunkt legen, halte ich noch für notwendig. Man kann es auch stärker damit verbinden, dass man sagt, wir evaluieren anhand dieses Digitalisierungsgrades, der noch erarbeitet werden soll. Und dort, wo ich den höchsten Grad erreiche, sollten natürlich auch die meisten Mittel reingehen. Danke. Vielen Dank. Nächste Frage kommt von Professor Dr. Edgar Franke. Meine Frage geht an die GKV und bezieht sich auf den Pflichtanteil für 15% für die IT-Sicherheit. Der Gesetzentwurf sieht ja einen Mindestanteil von 15% zur Verbesserung der IT-Sicherheit vor, der auch dafür nur verwendet werden soll. Das kann einerseits dazu führen, dass bei je nach Umfang bei kleineren Krankenhäusern sehr kleine Beträge entstehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen auch Häuser, die bereits eine sehr gute IT-Sicherheit verfügen, auch mindestens 15% der Fördermittel einsetzen. Ist das vor dem Hintergrund, ist diese Regelung sinnvoll oder sind möglicherweise andere Vorschläge zu machen? Vielen Dank, Frau Stoff-Arnes. Stefanie Stoff-Arnes, GKV-Spitzenverband, vielen Dank für die Frage. In der Tat ein sehr wichtiger Punkt, also IT und Cybersicherheit sind ja integrale Bestandteile von Digitalisierungsprojekten. Das sind eigentlich die tragende Säule, also für das Vertrauen aller Akteure und natürlich eben der Patientinnen und Patienten. Es ist eine Grundvoraussetzung für alle Digitalisierungsschritte, die erfolgen. Und aus diesem Grunde ist so eine pauschale Investitionssumme, die geht aus unserer Sicht am Ziel vorbei. Dass es hierzu eine Verpflichtung gibt, das ist sehr gut, das begrüßen wir, aber eben nicht in pauschalierter Form. Denn wie Herr Professor Franke gerade ausgeführt hat, Häuser, die eben möglicherweise schon eine ausreichende IT-Sicherheit haben, die würden letztlich Mittel in Nebenprojekte stecken, um diese 15% zu erfüllen, die aber gar keinen Mehrwert und gar keinen Nutzen bringen können. Andersrum, also Kliniken, die eben in der IT-Sicherheit noch im Aufbau sind, da könnten 15% deutlich zu wenig sein. Aus diesem Grunde schlagen wir vor, dass bei jedem Förderantrag individuell geprüft werden muss, wie ausgeprägt ist die IT- und Cybersicherheit bei den Häusern, in den Häusern, um letztlich diesen Aufbau zu gewährleisten im Sinne eines gestuften Systems. Man braucht zunächst die Basisvoraussetzung bei jedem Haus. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch eine Minute. Die Frau Müller könnte noch eine Frage stellen, die dann kurz beantwortet wird. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Straub. Wie bewerten Sie die Regelungen zur Fortführung und Anpassung des bislang bestehenden Krankenhausstrukturfonds? Herr Professor Dr. Straub. Ja, Christoph Straub, vielen Dank. Um Überschneidungen zwischen dem im Jahr 2016 eingeführten Krankenhausstrukturfonds und dem Krankenhauszukunftsfonds zu vermeiden, wird ersterer um 2 Jahre verlängert. Dabei wird der Förderbetrag nicht erhöht. Es stehen weiterhin 2 Milliarden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung, zuzüglich einer 50-prozentigen Kofinanzierung durch die Bundesländer oder Krankenhausträger. In dem ersten Entwurf des Gesetzes war vorgesehen, dass Vorhaben zur Digitalisierung und Bildung von integrierten Notfallstrukturen nicht mehr über den Strukturfonds, sondern nur noch über den Zukunftsfonds gefördert werden sollten. Diese Änderung wurde jedoch wieder zurückgenommen, womit keine klare Abgrenzung hinsichtlich der Förderzwecke bei Strukturfonds und Zukunftsfonds besteht. Die ursprünglich vorgesehene Neuausrichtung des Strukturfonds sollte wieder im Gesetzentwurf aufgenommen werden, denn der Zweck des Krankenhausstrukturfonds
muss es sein, die Konzentration stationärer Kapazitäten und die Weiterentwicklung heutiger Standorte anzustoßen. Das Ziel ist der Aufbau von interdisziplinären Gesundheitszentren und Versorgungsverbünden, um die heutigen Krankenhausstrukturen weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Straub. Das Fragerecht geht jetzt für 11 Minuten an die AfD-Fraktion über. Und die erste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Dr. Rübrich. Und es geht hierbei um die Kodierfachkräfte und Medizinkontroller, die im Zuge der DRG-Etablierung in enormem Maße aus dem Boden geschossen sind und natürlich auch erhebliche Kosten verursachen. Wie hat sich Ihrer Meinung nach der administrative Aufwand im Krankenhaus seit Einführung des DRG-Systems entwickelt? Wie wirkt sich das auf den Klinikalltag aus? Herr Dr. Rübrich. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schlund, für diese Frage. Aus meiner Sicht ist der Aufwand an administrativen Aufgaben, gerade in der Dokumentation, in der Kodierung, zur Ermittlung der entsprechenden DRG-Größen, sehr stark angestiegen. Das betrifft einerseits diese Dokumentationsassistenten, andererseits aber auch die Ärzte selber. Das heißt, es wird hier sehr viel ärztliche Arbeitskraft abgezogen für die Darstellung der entsprechenden Abrechnungsstrukturen. Und hier sollte unbedingt ein Überdenken des Systems erfolgen, um diese Arbeitskräfte wieder freizusetzen, diese Arbeitskraft freizusetzen und für die Patientenversorgung einsetzen zu können. Es gibt ja andere Systeme, die Krankenhausabrechnung ja funktionieren kann. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Podolai. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband Herrn Johannes Wolf. Laut Matthias Mohrmann, Chef der AOM Rheinland-Am Hamburg, seien deutliche Fallzuwächse zu beobachten. Dies vor allem in Leistungsbereichen, die überwiegend belegärztlich organisiert sind, wie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und muskuloskeletale Erkrankungen. Wie erklären Sie das? Gibt es mehr Erkrankungen in diesem Bereich oder hat man einfach erkannt, dass es sich hierbei um sehr lukrative Eingriffe handelt? Vielen Dank, Herr Wolf. Ja, vielen Dank, Johannes Wolf, GKV Spitzenverband. Ein Entgeltsystem, das ja jede Leistung aufwandsgerecht auf Basis der Kosten der Krankenhäuser kalkuliert und dann auch nach den vom Krankenhaus kodierten Leistungen, das war ja eben Thema finanziert, setzt natürlich einen starken Wirtschaftlichkeitsanreiz. Einmal durch Reduktion der Kosten und zum Zweiten durch die Steigerung der Fallzahl. Bedarf daher der Kontrolle und auch der wachsamen Begleitung. Und bereits erkannten Fehlanreizen muss und wurde in der Vergangenheit auch entgegengewirkt. Wir teilen die damit verbundene pauschale DRG-Kritik, die derzeit lauter wird, nicht, sondern setzen, so wie der Einzelsachverständige Herr Schreyöck, auf die Weiterentwicklung des fallpauschalen Systems. Die von Ihnen jetzt im Detail angesprochene Mengensteigerung aus wirtschaftlichen Gründen hat der GKV-Spitzenverband seit 2012 mehrfach thematisiert. Die Krankenhäuser haben nach Einführung des DRG-Systems nach Art und Anzahl immer mehr Leistungen erbracht. Das ist auch ein Ergebnis der DRG-Begleitforschung. Und dieser Umstand ist für einen Volkswirt ja erstmal gut, weil Knappheit in der Welt ja der Normalzustand ist. Allerdings haben Sie recht damit, wenn Sie sagen, dass wir keine unnötigen, fehlbelegten oder aus wirtschaftlichen Gründen oder wirtschaftlichen Erwägungen erbrachten Leistungen in den Krankenhäusern durchgeführt werden und dort auch Ressourcen verbrauchen. Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen zur Gegensteuerung bereits getroffen. Der Abbau der Sachkostenübervergütung, die Einführung des Fixkostendegressionsabschlags, jährliche Umbauten des DRG-Katalogs. Bei Ihnen haben Sie jetzt sehr konkret auf die belegärztlichen Leistungen eingegangen. Die sind ein Sonderfall, weil es tatsächlich immer weniger Belegärzte gibt, die dann auch in der Versorgung tätig sind. Aber die Art der Leistung, die Sie damit ansprechen, also die Leistungen, die Vertragsärzte auch im Krankenhaus durchführen können, die sind tatsächlich stark gewachsen. Und da sehe ich auch in der Zeit die Hauptbaustelle des DRG-Systems. Wir haben 4 Millionen Krankenhausfälle
mit nur einem Tag Verweildauer in deutschen Krankenhäusern, obwohl ein großer Teil davon fraglos auch ambulant behandelt werden könnte. Wir haben über das MDK-Reformgesetz Rechnungsabschläge bekommen, die einen Anreiz zur Ambulantisierung gesetzt hätten. Die sind derzeit ausgesetzt und sollten tunlichst auch wieder Wirkung entfalten. Sie haben mit Ihren Gedanken zu dem prospektiv regionalen Pauschalen ja auch die Ambulantisierung in den Fokus genommen. Aber das Steuerungspotenzial dieses fraglos transparenten DRG-Systems ist im Hinblick auf die bewusste Gestaltung der Strukturen noch nicht entschlossen genug ausgeschöpft. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, vielen Dank. Die Frage geht nochmals an den Einzelsachverständigen Herrn Dr. Rübrich. Spätestens seit Einführung der Finanzierung über Fallpauschalen im Jahr 2003-2004 ist in deutschen Kliniken ein Paradigmenwechsel zu beobachten. Nicht mehr die Bedürfnisse der Patienten stehen im Mittelpunkt des Behandlungsprozesses, sondern der betriebswirtschaftliche Gewinn, der mit jeder einzelnen Erkrankung erzielt werden kann. Die jetzige Finanzierung ist darauf ausgerichtet, den Krankenhausmarkt auszudünnen. Kann überhaupt die Fortführung des DRG-Systems eine schnelle, effektive, flächendeckende Versorgung gerade auch in Pandemiezeiten sichergestellt werden, wenn immer mehr kleine Krankenhäuser aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen? Vielen Dank, Herr Dr. Rübrich. Ja, danke für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass es zu einer Ökonomisierung im Krankenhaus kommt, dass die Krankenhäuser hier eine Optimierung der entsprechenden Fallschwere durchführen, zum Teil auch durchführen müssen, um entsprechend schwarze Zahlen schreiben zu können. Das geht natürlich vor allen Dingen dann, wenn ein großer Fallmix in den Krankenhäusern vorhanden ist, was zur Folge hat, dass kleinere Krankenhäuser wesentlich größere Probleme haben, mit Schwierigkeiten zurechtzukommen. Das heißt also, das DRG-System bedingt schon eine Konzentration in der Krankenhauslandschaft und wirkt sich damit negativ auf die ortsnahe Versorgung aus. Das ist auch ein Grundprinzip, wo eine kopfpauschalenorientierte Vergütung im Einzugsbereich und im Versorgungsbereich von Krankenhäusern hier deutliche Vorteile für die Krankenhäuser, aber auch andererseits für die Patienten bringt. Vielen Dank, Herr Podolai. Vielen Dank. Meine Frage geht ebenfalls an Dr. Rupprich. Aus dem AOK-Krankenhausreport geht hervor, dass nach mehr als 15 Jahren nach der Einführung des DRG-Systems eine wissenschaftliche Bewertung dessen schwer möglich ist. Unter anderem heißt es, dass der bisherige Wissensstand bezüglich der Wirkungen des Systems in weiten Teilen uneindeutig ist. Wie beurteilen Sie dieses Fallpauschalsystem und dessen Wirkung auf die Versorgungsqualität der Patienten sowie die Personalentwicklung in den Krankenhäusern? Herr Dr. Rübrich. Ja, danke für diese Frage. Ich hatte es ja schon in meiner letzten Antwort angedeutet. Natürlich bringt dies eine Verkürzung von Liegezeiten, die einerseits sich im entsprechenden Gesundungsprozess der Patienten negativ äußern, natürlich auch Wartezeiten auf bestimmte Leistungen verkürzen können, das muss man an der Stelle auch sagen. Wohl aber haben wir das Problem im DRG-System, dass wir auf einer gewissen Ebene zwischen den unteren und oberen Grenzverweildauern eine gleichbleibende Vergütung haben, die für die Krankenhäuser einen Anlass hat, Liegezeiten zu verkürzen und nicht im Sinne der Versorgung entsprechende Notwendigkeiten anzupassen, zumindest in entsprechenden Standardfällen. Hier sehe ich tatsächlich ein Problem, was gelöst werden muss und was auch mit der Organisation in den Krankenhausleistungen dargestellt werden muss. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Vielen Dank. Die nächste Frage geht nochmal an den GKV-Spitzenverband, an Herrn Baum.
Im Juni 2020 sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Frau Kalaisi von der SPD, dass das DRG-System stark reformbedürftig sei. Dies hätte sie nun in der Corona-Krise realisiert. Deshalb müsse man auf Bundesebene mit dem BMG eine Diskussion um die Finanzierung des Krankenhaussystems führen. Sehen Sie das auch so? Herr Dr. Schlund, GKV-Spitzenverband und der Herr Baum sind zwei unterschiedliche Organisationen, obwohl sie sich gemeinsam geeinigt haben. Entschuldigung, es geht an den GKV. Pflegebonus. An GKV. Johannes Wolf, GKV-Spitzenverband. Ja, vielen Dank für die Frage. Ein Entgeltsystem, das Leistungen finanziert, hat natürlich in einer Phase, in der Vorhaltung direktiv angeordnet werden ist, wo also leere Betten gefragt werden, natürlich ein Problem. Wenn keine Fälle abgerechnet werden können, dann entstehen den Krankenhäusern keine Erlöse. Das ist aber auch keine neue Erkenntnis. Hierzu wurden dann ja die Freihaltepauschalen als Ausgleichszahlungen geschaffen. Man hat spontan und schnell auf die neue Lage reagiert und den Krankenhäusern so ihre Erlöse gesichert. Solche Phasen sind Sondersituationen, in denen besondere Maßnahmen getroffen werden und für meine Begriffe noch kein K.O.-Kriterium für dieses leistungsorientierte System. Wir haben auch heute schon grundsätzlich Vorhaltekosten als begleitende Finanzierungsinstrumente im DRG-System. Die Sicherstellungszuschläge, die Notfallzuschläge werden deshalb gezahlt, weil bestimmte Strukturen auch dann erhalten bleiben sollen, wenn zu wenige Patienten kommen. Derzeit berät zum Beispiel der GBA auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes über Sicherstellungszuschläge für die Kinder- und Jugendmedizin zur Finanzierung der dortigen Vorhaltung. Zugegebenermaßen muss man aber auch sagen, spielt die Finanzierung von Vorhaltungen in Anbetracht des derzeit über Leistungen finanzierten Volumens eine untergeordnete Rolle. Wir haben nicht einmal mehr 1% der Finanzierung bewusst in die Vorhaltung Finanzierung definierter Strukturen. Das DRG-System war ja mal als Mischsystem geplant, also mit der begleitenden Investitionsfinanzierung der Bundesländer, die ja dann auch bewusst über Strukturen entschieden hätten mit ihrer Finanzierung. Sie alle wissen, dass die Bundesländer das nicht in diesem Umfang wahrnehmen, wie sie es wahrnehmen sollten. Hier hätten wir aber eine Verknüpfung der Strukturen mit der Finanzierung. Bei allem, was jetzt kommt und Ihre Ideen im Bereich der verpflichtenden Kofinanzierung gehen ja auch in diese Richtung, müssen wir erst definieren, welche Strukturen für welche Vorhaltung finanziert werden und dann über Vorhaltefinanzierung diskutieren. Das heißt, die Strukturdiskussion muss der Diskussion über die Finanzierung von Vorhaltekosten vorausgehen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion über, die 10 Minuten Zeit hat. Und die erste Frage stellt Professor Dr. Ullmann. Herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Semmler. Die Bundesregierung nimmt viel Geld in die Hand, um die Krankenhäuser digital und mit viel Hardware auszustatten. Reicht die einmalige Finanzierung in Computer- und IT-Sicherheit, um ein digitales Krankenhaus vorzufinden? Oder gehört da Ihrer Ansicht nach noch mehr dazu? Herr Semmler. TMF, die gemeinnützige Technologie-Methoden-Plattform für die vernetzte medizinische Forschung in Deutschland. Grundsätzlich ist es ausgesprochen zu begrüßen, dass ein Digitalisierungsschub in den deutschen Krankenhäusern ausgelöst werden soll und dass Anreize für Investitionen in Digitalisierung gesetzt werden. Da möchte ich auch explizit den Ausführungen von Frau Professor Böckmann zustimmen. Wichtig ist, dass wir eben nicht nur Hardware-Ausstattung und IT-Sicherheit adressieren, sondern die Verbesserung konkreter Arbeitsprozesse. Und das auch bedeutet, nicht nur bestehende Abläufe zu digitalisieren, sondern sie tatsächlich besser zu machen durch Digitalisierung, konzeptionell neu zu denken. Insofern ist es richtig und wichtig, dass bestimmte Dokumentationsprozesse beispielhaft auch schon gefordert sind im Paragraphen 19. Genannt wurde vorhin schon die strukturierte Pflegedokumentation. Ich möchte aber auch ganz besonders die durchgehende digitale Medikationsmanagement-Verfahren und die digitalen Order-Entry-Verfahren in Nummer 5 und 6 erwähnen. Das sind wirklich wichtige Bausteine. Und wichtig ist auch hervorzuheben, dass hierdurch nicht nur der Patient und die Versorgungssteuerung profitiert, sondern à la longue auch die Gesundheitsforschung und damit die Verbesserung des Gesundheitssystems. Das sind also ganz wichtige Punkte. Dasselbe gilt auch für die vorgesehene Forderung, dass Daten und Dokumente aus geförderten Vorhaben kompatibel und übertragbar sein müssen zu elektronischen Patienten. Wesentlich, auch das ist schon angesprochen worden, ist der Punkt Forderung nach Interoperabilität. Das ist schon erläutert worden. Wenn wir zukünftig IT-systemübergreifend Daten verwenden wollen, wenn wir
aus großen Datenmengen neue Erkenntnisse gewinnen wollen zur Therapie, dann setzt das voraus, dass alle Beteiligten die Daten gemeinsam verstehen, eine gemeinsame Sprache haben. Hier ist einiges schon passiert in den letzten 2 bis 3 Jahren. Gesetzliche Maßnahmen wurden schon erwähnt. Wir haben im Rahmen der vom Bund geförderten Medizininformatik-Initiative als TMF im Auftrag des BMBF gerade die internationale Terminologie nur mit CT einführen können. Es gibt Zusammenarbeiten zwischen Medizininformatik-Initiative und KBV, die dazu führen werden, dass wir künftig tatsächlich gemeinsame Datenstrukturen und Interoperabilität haben werden, Nutzung von Standards wie LOINC und SNOMED-CT in den elektronischen Patientenakten. Hieran ist dringend anzuknüpfen. Es gibt schon 2, 3 Punkte, die noch zu berücksichtigen sind in der Ausgestaltung des Gesetzesvorhabens. Das erste Problem scheint mir in einer gewissen Ungleichzeitigkeit der Gesetzesvorhaben zu liegen. Die Antragsbewilligung nach dem Krankenhauszukunftsgesetz wird zu einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem das zukünftige Kompetenzzentrum für medizinische Terminologien beim BfArM voraussichtlich noch nicht voll arbeitsfähig ist. Das Gesetz verlangt den Einsatz anerkannter internationaler Standards. Davon kennen wir viele. Das Problem ist, es gibt für jeden Anwendungsfall auch gleich mehrere. Und die Frage ist, wer setzt dann eigentlich in dieser Interimsphase fest, welche Standards genutzt werden? Welche Hilfe gibt es dann auch für die Vergaberechtler in den sich an dem Fördervorhaben beteiligenden Kliniken nun auch ad hoc und konkret und im Einklang mit den Fördervorgaben eine Beschaffung in Angriff nehmen zu können? Und dann doch den Einsatz anderer nicht standardisierter Lösungen zu vermeiden. Das heißt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der knüpft daran an, auch bei den Festlegungen, was denn nun anerkannt international und damit förderfähig sein soll, brauchen wir, da gibt es ja bislang etwas unklare Zuständigkeiten, brauchen wir künftig Strukturen, die auch darauf achten müssen, dass die Beteiligung der Nutzer dort auch eine wichtige Rolle spielt. Und dass bei dieser Nutzerbeteiligung auch Sektoren wie eben die Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft angemessen mitbeteiligt sind. All dies, sowohl diese Nutzerperspektive aus Gesundheitsversorgung, Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft, als auch die wirkliche effektive Prozessunterstützung, sind auch ganz wichtig, elementare Kriterien bereitgeladen, die festgestellt werden. Und der letzte Punkt. Kann man einen Tipp verleihen, Standardisierung und Steigerung von Dokumentations- und Prozessqualität lassen sich sicherlich nicht durch ein Einmalprojekt lösen, sodass schon noch die Aufgabe bleibt, langfristige Finanzierungsanreize hierfür zu entwickeln. Herr Semmler, die FDP ist zufrieden mit der Beantwortung und die nächste Frage stellt Professor Dr. Ullmann. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Beantwortung der vorangegangenen Frage. Die nächste Frage geht an die SPIFA, an Dr. Spies. Von vielen Stellen wird über die Qualität in der stationären Versorgung diskutiert. Welche Ideen hat die SPIFA, um mehr Qualität in den Krankenhäusern zu sichern? Herr Dr. Spies. Wir haben die Zeit angehalten. Danke. Ja, jetzt höre ich mich, ne? Ja. Herr Dr. Spies, wir hören Sie. Ja, Dr. Spies, Spitzenverband der Fachärzte. Es geht nach der Frage um die Qualitätssicherung im Krankenhaus. Die ist deshalb so wichtig, weil wir in einem ökonomisch gesteuerten System unterwegs sind, das auf Budgetierung und Pauschalierung ausgerichtet ist, sodass immer die Gefahr besteht, dass durch Weglassen von Leistung oder Vermeidung von Aufnahmen eine Risikoselektion zulasten der Patienten stattfinden kann. Deshalb gibt es Qualitätsvorgaben. Wir haben in Deutschland leider den Ansatz, dass die Qualitätsindikatoren auf Ergebnisqualität ausgerichtet sind. Auch das führt zu einer Risikoselektion, denn wir alle wissen,
dass es immer einfacher und mit besseren Ergebnissen ist, dass wenn man halbwegs gesunde Patienten, ich überspitze das mal, behandelt, das führt dazu, dass schwerkranke Patienten oft auch nicht aufgenommen werden oder mit Mühe aufgenommen werden. Sie sind nicht lukrativ. Wir brauchen deshalb ein Qualitätssicherungssystem, das neben der Ergebnisqualität vor allem eine Indikationsqualität einführt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns dran machen müssten. Das gilt natürlich auch für den GBA. Wenn man eine Indikationsqualität hat, wird klargestellt, dass die Leistung auch tatsächlich berechtigt ist. Wenn man das mit der Ergebnisqualität verknüpft, ist das eine gute Lösung. Und da müssen wir im Prinzip hinkommen, sonst wird unser System immer wieder unter dem Problem der Qualitätsminderung oder einer nicht gesicherten Qualität unterwegs sein. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Dr. Ullmann. Meine nächste Frage geht an die BVITG, an Herrn Zilch. Förderprogramme des Bundes scheitern, wenn die bereitgestellten Gelder nicht abgerufen werden. Ein bekanntes Beispiel ist der Digitalpakt Schule. Wie kann verhindert werden, dass das Krankenhaus-Zukunftsgesetz genauso scheitert wie der Digitalpakt Schule? Herr Zilch. Ich bin nicht gefragt, ich habe die Frage nicht verstanden. Ja. Verstanden. Ich würde das jetzt einfach mal in Anbetracht der Zeit so beantworten, wie ich es verstanden habe. Also, das wäre jetzt es ging um die Sache, Frage Digitalpakt Schule. Genauso kann unser Gesetz genauso scheitern wie Digitalpakt Schule. Ist das so zusammengefasst richtig? Also vielen Dank für die Frage, Sebastian Zilch, Bundesverband Gesundheits-IT. Ich denke, die Frage ist durchaus berechtigt. Wir sind ja sehr gut darin, in Deutschland auch Förderprogramme aufzusetzen, die am Ende nicht ausgeschöpft werden. Und das sollte in diesem Themengebiet auf keinen Fall geschehen. Wir haben sehr gut erlebt, was im Bereich Gesundheit Digitalisierung für konkrete Mehrwerte auch bringen könnte, wenn wir weiter wären, als wir das im Moment sind. Wir sehen im Moment vor allem eine große Gefahr dabei, dass wir mit europaweiten Ausschreibungen dazu gedrängt werden, dass entweder sehr kleine Projekte umgesetzt werden oder eben durchaus auch zeitliche Verzögerungen auftreten können, die am Ende dieses Vorhaben behindern in ihrer Umsetzung. Ich denke, wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass die administrativen Prozesse der Mittelvergabe möglichst geschmeidig ausgestaltet werden. Das heißt, dass das BAS hier die nötige Hilfestellung bekommt, aber eben auch die anderen Partner, die bei der Auswahl von Projekten und Mitteln berücksichtigt werden, möglichst einheitlich, auch wenn die Länder betroffen sind, Unterstützung dafür bekommen, wie Mittel abgerufen werden können. Das heißt, die Bürokratie muss hier runter und die Unsicherheiten bezüglich der Ausschreibung geklärt werden. Vielleicht noch eine Sache, was das am Ende auch bedeutet. Wir haben de facto ungefähr eine Verdreifachung des Digitalbudgets in den deutschen Kliniklandschaften hier vor uns. Das ist enorm, also das ist sehr positiv und ist auch dringend nötig. Wir haben aber nicht nur die finanziellen Hürden, die sich jetzt hier eben auch zeigen, sondern wir haben ein System, was genau auf diese Unterfinanzierung ausgerichtet ist. Als Vergleich in Deutschland ca. 1-3% der Krankenhausbudgets für Digitalisierung, in den Niederlanden zum Beispiel 4-6% waren eine Deloitte-Studie. Wenn wir jetzt die Mittel entsprechend erhöhen, dann muss am Ende ja auch das Personal verfügbar sein, was diese Themen umsetzt. Das heißt, ich möchte dafür plädieren, dass wir bei der Projektumsetzung auch den Aufbau von Ressourcen und Kapazitäten berücksichtigen. Und wenn das geschehen ist, darf die Finanzierung nicht abrupt enden. Wenn wir das ernst meinen mit dem Thema Digitalisierung, ist es durchaus wertvoll, wenn auch ein Zeichen in die Zukunft gesetzt wird, wenn eben dieser Fördertopf ausgelaufen ist und dass man die Zeit bis dahin nutzt, wie eben auch schon erwähnt, dass man dann einen ganz konkreten Fahrplan hat, wo soll es mit der Digitalisierung hingehen, weil noch haben wir definitiv genug zu tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch eine Minute für eine kurze Frage und eine Antwort.
Ja, da war ich jetzt überrascht, ich dachte, die Zeit wäre um. Dann stelle ich doch einmal kurz die Frage mit der Bitte einer sehr kurzen Antwort an die Spielfreundin Dr. Spieß. Die ursprüngliche Idee der dualen Finanzierung der Krankenhäuser funktioniert seit Jahrzehnten nicht. Welche alternative Finanzierungsmodelle zur Sicherung der Investition und Behandlungsqualität sehen Sie? Herr Dr. Spieß, 50 Sekunden. Wir haben Sie freigeschaltet. Sie müssen Ihr Mikrofon noch einstellen. Ja, Entschuldigung. Also noch mal kurz, die Qualitätsindikatoren werden auch durch den Gesetzgeber nur ein bisschen missbraucht. Der GBA macht Qualitätsindikatoren ergebnisbezogen und das führt dazu, dass auch Honorarverschiebungen innerhalb der Krankenhäuser auf Länderebene zustande kommen. Damit greift der Bund in die Hoheit der Länder bei der Krankenhausplanung indirekt ein. Das ist zwar im Prinzip wünschenswert, es macht aber keinen Sinn, dies über diese Regelung zu machen, denn es ist zu befürchten, dass dabei die Krankenhäuser existenziell, finanziell bedroht werden und es die Falschen trifft und diejenigen, die man eigentlich schließen möchte, davon gar nicht betroffen sind. Das ersetzt keine vernünftige Krankenhausplanung. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Die Linke für 9 Minuten und Herr Weinberg stellt die erste Frage. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtig an Herrn Dr. Altschner. Der Interessensverband der kommunalen Kliniken hat, wie ich gelesen habe, eine etwas grundsätzlichere Kritik an diesem Gesetz und der Krankenhausfinanzierung. Können Sie diese bitte mal hier prägnant darstellen? Herr Dr. Altschner. Ja, ich hoffe, man hört mich. Einen schönen guten Tag und herzlichen Dank, Herr Weinberg, für die Frage. Uwe Altschner vom Interessenverband der kommunalen Krankenhäuser. Es ist ja eben in den Vorreden schon deutlich geworden, dass es diverse Schwächen des bestehenden Systems gibt. Und wenn ich ein Bild gebrauchen darf, so würde ich das vergleichen, damit dass sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland immer weiter in einen Urwald hinein zu verlaufen droht. Und der Grund dafür liegt unserer Meinung nach darin, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit mit der Frage der Kommerzialisierung verwechselt wird. Also im Bestreben um mehr Wirtschaftlichkeit haben wir in Deutschland ein System nun geschaffen, was kommerziell ausgerichtet ist. Und darin liegt eines der Grundprobleme, dass auch letztendlich jede sinnvolle Detailreform durch diese Problematik der Kommerzialisierung, sprich der Ausnutzung eines solidarisch finanzierten Systems durch private Eigeninteressen in Form von Gewinnabschöpfung zu unterlaufen werden droht. Die Pandemie hat das letztendlich auch gezeigt, dass man Daseinsvorsorge tatsächlich nicht mit kommerziellen Kriterien gewährleisten kann, weil genau dieser Fall dann derjenige ist, der abgesichert werden muss im Krankenhauswesen. Deswegen plädieren wir dafür, auch bei dieser Reform und vor jeder Reform die Grundfrage der Bedeutung und der Sinnstellung eines Krankenhauswesens in den Mittelpunkt zu rücken. Und das bedeutet Wirtschaftlichkeit ja, aber nicht zum Zweck der Kommerzialisierung, sondern im Interesse des Gemeinwesens. Diese Frage ist zentral. Sie ist nicht ganz einfach zu beantworten, das geben wir zu. Aber es gibt auch verfassungsrechtlich da entsprechende Eckpfeiler, die Menschenwürde und das Sozialstaatsgebot sind nur einige, die das nahelegen, dass wir diese Frage zunächst in den Blick nehmen müssen, wie man das Krankenhauswesen ausrichtet, um dann die Effizienzgewinne, die sich aus guter Wirtschaftsführung und auch aus technologischer Innovation ergeben, dann für das Gemeinwesen zu nutzen, aber eben nicht Gewinne zu privatisieren und Risiken zu sozialisieren. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtpflege, Frau Dr. Fix. Der Gesetzentwurf sieht ja umfangreiche Investitionen in dem Klinikbereich vor. Wie beurteilen Sie den erforderlichen Investitionsbedarf in der Pflegeinfrastruktur und welche Schwerpunkte sehen die Träger der Wohlfahrtspflege für sonstige Investitionen? Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die BAGW. Vielen Dank für die Frage. Ja, neben den Krankenhäusern benötigt natürlich auch die Altenpflege einen Digitalisierungsschub. Wir haben ja mit dem Paragraph 8 Absatz 8 SGB 11 BPSG die Möglichkeit einer Anschubfinanzierung in die Digitalisierung erhalten. Dies ist aber nicht ausreichend. Zum einen, weil wir eine 60-40 Finanzierung haben und die 60% sozusagen natürlich die Eigenbeteiligung auch der betroffenen Versicherten in den Einrichtungen und Diensten belasten. Und zudem können sich gerade frei gemeinnützige Träger eben keine Gelder auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Auf den Aspekt hatte Herr Baum auch zu Eingang hingewiesen. Und was wir dringend bräuchten, ist auch ein Digitalisierungsschub in Richtung Robotik. Das ist nicht über die Anschubfinanzierung finanzierbar. Und beispielsweise, wenn ich an die Pandemie denke, auch an die Möglichkeit, Smartphones oder Tablets zu beschaffen, um auch die Kommunikation mit den pflegenden Angehörigen und den Angehörigen zu Hause in einer Phase sozusagen der Pandemie aufrechterhalten zu können. Das wären also aus unserer Sicht jetzt zunächst mal vordringliche Investitionen, die auch zu tätigen und zu fördern wären. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, meine nächste Frage würde sich richten an die Bundesärztekammer. Ich weiß nicht, ob die noch präsent ist. Ich hoffe nicht mehr. Der Herr Reinhardt ist raus. Dann richte ich die Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Es ist schade natürlich halt eben, dass er jetzt raus ist, weil er hat natürlich in seiner Stellungnahme da intensiv drauf insistiert, auf die Frage, die ich jetzt stelle. Es geht um die Frage, nach dem Gesetz stünde, das war jetzt in dieser Stellungnahme von Bundesärztekammer, Sie meinen, dass nach dem Gesetz das eigentliche Zukunftsprogramm für die Krankenhäuser noch ausstünde. Ich glaube, dass es eine ähnliche Positionierung auch bei der DKG gibt. Was meinen Sie oder was verstehen Sie darunter? Herr Baum. Ja, Baum, DKG, wenn wir Zukunftsprogramm Krankenhäuser sagen, dann sprechen wir natürlich von Weiterentwicklung. Ich sage mal, in den bestehenden Bahnen, wir sprechen uns nicht dafür aus, das DRG-System zum Beispiel in Gänze abzuschaffen. Gleichwohl wird Pandemie auch mäßig deutlich, dass wir eine Umstellung im Finanzierungssystem brauchen, dass wir mehr Grundfinanzierungsanteile, ähnlich wie ja jetzt bei der Ausgliederung der Pflegekosten aus dem System haben, dass wir mehr solche Elemente brauchen. Ich sage mal, die Existenz von Krankenhäusern als Daseinsversorger abdecken, gleichwohl aber glaube ich, dass es innerhalb von bestehenden Instrumenten und Strukturen durch gezielte Weiterentwicklung möglich ist. Wenn wir auch Zukunft Krankenhausstruktur sagen, dann stellen wir das Gegenmodell zu dem, was Krankenhausstrukturentwicklung zurzeit darstellt in den Raum, nämlich nicht zufällig durch, ich sage mal, das Abdrehen des Hahns beim Geld oder überzogenen Qualitätsmaßnahmen irgendwelche Krankenhäuser, die es dann nicht schaffen, als nicht existenzfähig zu deklarieren, sondern wirklich gezielter in Abhängigkeit vom Bedarf, auch in Abhängigkeit jetzt im zusammen mit Pandemie von Einbindungen in Netzstrukturen, Krankenhausstrukturpolitik gezielter zu betreiben. Das bedeutet auch, dass man sich gewissen administrativen Vorgaben und Steuerungen unterwerfen muss. Aber ich glaube, in so eine Richtung muss es gehen, um diese Grundprinzipien der Daseinsvorsorge doch stärker auch bei der Weiterentwicklung der Krankenhäuser in den Raum zu stellen, als es bisher der Fall ist. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank. Eine Frage noch an den Katholischen Krankenhausverband Deutschlands und an Verdi. In Ihren Stellungnahmen lehnen Sie ja auch die Möglichkeit ab, dass statt der Länder auch die Krankenhausträger den 30-prozentigen Finanzierungsanteil übernehmen können sollen. Könnten Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern, warum Sie das ablehnen? Frau Römmelin. Herzlichen Dank, Römmelin, Katholischer Krankenhausverband. Ganz kurz gesprochen, sehen wir in dieser Eigenbeteiligung der Träger zu 30% die Gefahr, dass es da zu Ungerechtigkeiten kommt zwischen privaten, öffentlichen und freigemeinnützigen Kliniken in der Finanzierung dieser Fördersummen. Private Häuser können die Kofinanzierung über den Kapitalmarkt decken im Rahmen ihrer Eigenmittel. Freigemeinnützige Krankenhäuser
arbeiten nicht gewinnorientiert und haben eben diese Möglichkeit so nicht. Und im Gegensatz zu kommunalen Kliniken erfüllen frei gemeinnützige Häuser zum Teil oft nicht die strengen Kriterien für Eigenmittel und Haftungsfreistellung, um zum Beispiel zinsgünstige KfW-Darlehen zu erhalten. Und das hat sich auch schon in der Vergangenheit im letzten halben Jahr gezeigt, dass frei gemeinnützige Kliniken eben auf den Abruf von Fördermitteln deshalb verzichten mussten, weil sie diesen Grundvoraussetzungen für die Zinsvergabe und Kreditvergabe nicht nachkommen konnten. Der geforderte Eigenanteil konnte nicht beigesteuert werden. Wir als konfessionelle Klinikträger fühlen uns der Daseinsvorsorge verpflichtet und daher auch sehr stark notwendige Leistungen in der Fläche und in der Breite im Rahmen der Grund- und Regelversorgung. Das sind im überwiegenden Anteil Leistungen, die durch die DRGs nicht so hoch bewertet sind. Und das führt dementsprechend in einigen Standorten oft zu Schwierigkeiten und Nachteilen in der Budget- und Refinanzierung von Investitionen. Unserer Meinung nach muss deshalb der Gesetzentwurf dementsprechend nachgebessert werden, dass diese eigenanteilige Finanzierung mit den 30% herausgestrichen wird und dass es eine reine Bund- und Länderfinanzierung wird, um die Trägervielfalt hier zu sichern und eine gerechtere Lösung hier in den Förderkriterien und in der Refinanzierung auch zu schaffen. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir dann dementsprechend auch die Rechnungskürzung von bis zu 2% pro Behandlungsfall vor diesem geschilderten Hintergrund bei Nichteinhaltung von digitalen Leistungen und Dienste, die über die Fördermöglichkeit möglich gemacht werden, dann auch ablehnen. Vielen Dank. Frau Genster, Sie haben jetzt noch 2, 3, vielleicht 4 Sätze, die Sie sagen können. Auch wir sind der Auffassung, dass die Kofinanzierung mit 30% der förderungsfähigen Kosten vollständig durch das antragstellende Bundesland zu tragen ist. Ich möchte noch mal einen anderen Akzent setzen. Wir sehen ansonsten das Risiko, dass der Trägeranteil zulasten der Versorgungsqualität geht und dass vor allem bei Personalmitteln gespart wird. Außerdem könnten wirtschaftlich besonders gut oder gut aufgestellte Krankenhäuser besonders vom Fonds profitieren. Andere Krankenhäuser dagegen, die für die Versorgung aber mindestens genauso dringend notwendig sind und hohe investive Bedarfe haben, bei der Digitalisierung vor allen Dingen, können beteiligt werden. Und deshalb setzen wir uns auch für die 30% Kofinanzierung vollständig durch die Länder ein. Die letzte Runde bestreitet die Fraktion Bündnis 90 Grünen mit 9 Minuten und Frau Kleinschmeick hat das Wort. Dankeschön. Ich hätte mal eine erste Frage an den Einzelsachverständigen Professor Alexander Geißler. Erstmal die Frage, ob er drin ist. Vielleicht melden Sie sich kurz, Herr Geißler, Herr Professor Dr. Geißler. Man sieht ihn ja. Aha. Können Sie das Mikrofon ausschalten, ja. Frau Kleinschmeink? Alexander Geißler hier, Universität St. Gallen. Ich glaube, Sie können mich jetzt alle hören. Ja, ja, Sie brauchen noch die Frage, sei denn, Sie haben sie vorliegen. Ja, ich glaube, es geht um Strukturen. Frau Kleinschmeink, Sie haben das Wort. Ich frage direkt. Halten Sie die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen für ausreichend, um Strukturprobleme in dem stationären Sektor ansatzweise zu lösen? Oder was, wenn nicht, was wäre sonst nötig? Herr Professor Dr. Geißler. Ja, Alexander Geißler, Universität St. Gallen. Es ist ja mehrfach heute schon angeklungen, dass wenn wir über ein Krankenhauszukunftsgesetz reden, dass wir auch über die Strukturen reden müssen. Und insbesondere 2 wichtige Punkte, nämlich einmal die Krankenhausplanung, die ja maßgeblich für die Strukturen verantwortlich ist, als auch das Finanzierungssystem, werden ja in dem vorliegenden Gesetzentwurf eher kleingeschrieben.
Und es ist zwar sicherlich sehr, sehr begrüßenswert, dass bis zu, wenn man es mal zusammenrechnet, 4,3 Milliarden für verschiedene Maßnahmen, insbesondere in der Notfallversorgung und auch Digitalisierung, aufgewendet werden sollen und diese von den einzelnen Krankenhausträgern dann auch abgerufen werden können. Jedoch fehlt aus meiner Sicht ein Plan, diese Mittel strukturiert in irgendeiner Art und Weise zu verteilen, weil ich denke, dass allein durch ein Antragsverfahren und die Prüfung dieser Anträge durch das Bundesamt für Soziale Sicherung keine wirklich gezielte und vergleichbare Förderung möglich sein wird. Und das ist vor allen Dingen auch deshalb der Fall, weil die Krankenhausplanung, die ja für die Strukturen verantwortlich ist, Ländersache ist und die Länder dieser Aufgabe in den letzten Jahrzehnten nicht im geeigneten Maße nachgekommen sind. Aus meiner Sicht mangelt es ganz stark einer leistungsorientierten und vor allem auch bedarfsorientierten Krankenhausplanung. Und das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Förderung von digitaler Vernetzung und dem Ausbau der Hightech-Medizin extrem entscheidend, da man sich ja vor allen Dingen die Frage stellen muss, wo möchte man denn diese Hightech-Medizin aufbauen? Das heißt, wo besteht überhaupt Bedarf an diesen Leistungen und welche Leistungserbringer muss ich zukünftig digital vernetzen, um moderne Versorgung, qualitätsorientierte Versorgung sicherstellen zu können. Wir haben beispielsweise eine Reihe von Innovationsfondsprojekten gesehen, dass gerade die Verknüpfung von Leistungserbringern der Qualität der Versorgung sehr, sehr zuträglich ist. Und hier könnte eigentlich die Krankenhausplanung einspringen, nämlich mit der Frage, wo haben wir welchen Bedarf und welche Leistungen können wir gut einsetzen, um diesen Bedarf zu decken. Das zweite Thema, was heute auch schon diskutiert worden ist, ist natürlich das Abrechnungssystem, das DRG-basierte Abrechnungssystem. Auch hier wäre es wünschenswert gewesen, im Gesetz vielleicht ein, zwei Akzente zu setzen. Und Kollege Schreik und auch Herr Kollege Baum haben das ja schon ausgeführt, das bisherige System durch Sockelbeträge oder Pauschalbeträge zur Refinanzierung der Grundversorgung zu ergänzen, um halt den Häusern weniger Anreize zur Leistungsausweitung zu geben. Deshalb denke ich, diese beiden Punkte, Krankenhausplanung und Krankenhausvergütung, sollten eigentlich unter der Überschrift Krankenhauszukunftsgesetz in diesem Gesetz so erkennbar sein. Vielen Dank, Frau Kleinschmalk. Ich danke herzlich. Die nächste Frage geht an den VUD. Und da die Frage, ist es nachvollziehbar, dass die Universitätskliniken im Krankenhauszukunftsfonds berücksichtigt sind, nicht aber im Krankenhausstrukturfonds? Gibt es aus Ihrer Sicht dafür eine nachvollziehbare Erklärung oder warum muss das anders sein? Herr Bußmann. Ja, Jens Bußmann vom VOD. Vielen Dank für die Frage. Beide Fonds ziehen ja darauf ab, bestimmte Strukturen weiterzuentwickeln und zu fördern. Insofern sind all die Förderzwecke, die wir jetzt gesehen für den Krankenhauszukunftsfonds und die Tatsache, dass man die Uniklinika da jetzt vollumfänglich mit fördern möchte, genau richtig ausgerichtet. Genauso haben wir aber auch im Krankenhausstrukturfonds Fördermaßnahmen, die uns, also die Unikliniken, in gleicher Weise eigentlich adressieren, wo wir bislang aber nicht förderfähig sind. Stichwort IT-Sicherheit für Häuser, die Kritis-Kriterien erfüllen beispielsweise oder aber auch Ausbau von Ausbildungskapazitäten im Bereich der Pflege. Das sind alles Förderzwecke, die eigentlich auch die Unikliniken adressieren, wo wir bislang nicht vollumfänglich mit gefördert werden können durch den Krankenhausstrukturfonds. Und insofern würden wir dafür plädieren, dass man dort auch beim Krankenhausstrukturfonds eine vollständige Förderung der Uniklinika mit einbeziehen würde. Vielen Dank. Frau Kleinschmalk. Dankeschön. Die nächste Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, Herrn Baum. Inwiefern lassen sich bereits etablierte Reifegradmodelle wie zum Beispiel MRAM auf die deutsche Krankenhauslandschaft anwenden und was bedeutet das in der Konsequenz? Herr Baum. Ja, Baum, DKG, MRAM, Electronic Medical Record Adaption Model. Das heißt, die Bewertung des Reifegrades anhand dieses in Amerika entwickelten, international durchaus anerkannten Modells darf nicht die alleinige Form sein, nach unserer Meinung. Dieses Modell hat zum Beispiel die Schwäche, dass eine Stufe auf der nächsten aufbaut. Und wenn Sie in einer Stufe etwas nicht erfüllen, dann können Sie nie die nächste erreichen. Als Beispiel, wenn Sie keine Apotheke durchdigitalisiert in der ersten Stufe haben, können Sie nie in die zweite kommen. Krankenhäuser können aber sehr wohl ausgegliederte Apothekenstrukturen haben. Ich will damit nur deutlich machen,
Wir brauchen adaptierte auf unsere eigene Versorgungssituation und auch auf die deutschen Datenschutzbedingungen ausgelegte Bewertungsmodelle. Deshalb kann dieses eine MRAM-Modell alleine niemals für die Bewertung des Reifegrades zur Verfügung stehen. Da müssen ergänzende oder auch eigene Methodiken entwickelt werden. Und ich bin aber zuversichtlich, dass der Gesetzgeber, aber auch der ganze Umsetzungsprozess sieht und dass man dann hinkommt. Wir würden uns wünschen, dass wir als DKG auch bei der Entwicklung einbezogen werden, um da in das Wissen und das Know-how und die Notwendigkeiten der Krankenhaus mit einbringen zu können. Vielen Dank, Frau Kleinschmank. Die nächste Frage an Frau Dr. Fix. Die Bundesregierung hat mit dem KHZG den Schutzschirm für den SGB 11 erstmal bis Ende des Jahres verlängert. Wie bewerten Sie dies und sehen Sie Lücken im Schutzschirm? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die BHGFW. Vielen Dank, Frau Kleinschmein, für die Frage. Wir begrüßen sehr die Verlängerung des Schutzschirms bis zum 31.12. Wir sehen allerdings nach wie vor, wie schon im alten Schutzschirm, Lücken, und zwar in dem Bereich, wo Pflegedienste reine SGB-5-Leistungen erbringen, wie psychiatrische Krankenpflegedienste, Intensivpflegedienste, SAPV-Dienste oder Familienpflegedienste. Auf diesen Aspekt hatte Ihre Fraktion in der Anhörung zum zweiten Bevölkerungsschutzgesetz schon hingewiesen, und die Lücke sehen wir nach wie vor und bitten, diese mit diesem Gesetzgebungsverfahren zu schließen. Danke. Vielen Dank, Frau Kleinschmark. Die nächste Frage an den VUD. Werden die Universitätskliniken mit den Maßnahmen des KHZG die Corona-bedingten Erlösausfälle kompensieren können? Herr Bußmann. Ja, jetzt Bußmann, VUD. Vielen Dank. Mit Blick auf die stationären Ausfälle sehen wir das, was jetzt im KHZG ist, eigentlich einen guten Ansatz. Voraussetzung natürlich, dass der Ausgleichssatz, der jetzt noch bei Selbstverwaltung festgelegt werden muss, dass der natürlich die entsprechenden Höhe hat, um auch diese Differenzen, die wir jetzt bei den Unikliniken in erster Linie sehen, auch abmildern kann. Was uns noch fehlt, und das ist auch vielleicht eine Besonderheit der Universitätsmedizin, ist, dass wir ja in Relation zu anderen Krankenhausträgern einen unheimlich hohen Anteil an ambulanten Erlösen haben. Und bei den ambulanten Erlösen haben wir auch einen deutlichen Rückgang gesehen aufgrund der Pandemie am Ende. Auch da fehlt uns noch eine Möglichkeit, eine analoge Regelung zum stationären Sektor, um die ambulanten Erlösausfälle bei den Unikliniken ausgleichen zu können. Wenn das nicht erfolgt, werden wir dort am Ende des Jahres sicherlich nochmal hohe Millionenbeträge sehen an Erlösen, die den Häusern fehlen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kleinschmark. Die nächste Frage geht an die BBTK. Ist ja jetzt der Bettenbezug bei den Mindestvorgaben für die Psychotherapeuten rausgenommen worden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, nach welcher Bemessungsgrundlage wird denn dann gemessen? Was würden Sie vorschlagen? Herr Dr. Munz. Die Bemessungsgrundlage sollte die Schwere der Erkrankung sein, nach der sich dann der Aufwand für Psychotherapie in den Kliniken orientieren sollte. Und das sollte dann auch in Minutenwerten festgelegt werden. Hierbei ist es sinnvoll, dass dann in der Richtlinie zwischen Einzel- und Gruppentherapie unterschieden wird, jedoch wieder orientiert immer am Bedarf der Patienten. Und uns ist außerordentlich wichtig, dass solche Regelungen dann nicht sehr starr sind, sondern sich immer am individuellen Bedarf der Patientinnen und Patienten orientieren können, die ja dann auch in Gruppen eingeteilt werden sollen, je nach Schweregrad der Erkrankung. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich darf mich bei allen Sachverständigen ganz herzlich bedanken, natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen für die interessanten wichtigen Fragen und wünsche allen noch einen angenehmen Nachmittag und gute Beratungen.